Ja. So, das war mal in eigener Sache. Den ganzen Quatsch hier, den könnte ich normalerweise schon... Ach, egal, ich mache das alles sowieso irgendwann mal im Schnelldurchlauf, dass ich hier den zweiten Spawning Ground noch mit drauf klatsch. Wann ich das mache, weiß ich noch nicht. Aber ich werde es tun. So, genug gelabert, genug geredet. Ich werde jetzt mal kurzerhand von der Monsterfalle weggehen und werde einmal etwas machen, was jetzt mal außerplanmäßig ist. Denn immerzu an dieser Monsterfalle rumbasteln, erstens werde ich langsam bekloppt und ich glaube, ihr habt da auch nicht so unbedingt die Lust, so ewig mir bei der Monsterfallenbau zuzuschauen. Natürlich ist es mein Let's Play, es sind meine Regeln, aber ich möchte mal zwischendurch auch was anderes machen, weil sonst werde ich selber irgendwie bekloppt. Und dazu fahre ich jetzt erstmal nach unten. Achso, ich spiele ja gar nicht auf Peaceful, hoffe ich. Nein, ich spiele auf Easy, wie immer. Ja. So, jetzt dürfte der eigentlich nicht... Nein, er ist nicht zurückgerollt, hervorragend. So, ich habe nämlich was überprüft. Toll, das nicht. In einer Kopie und ich möchte da jetzt auch gerne mal langsam weiterkommen. Allerdings weiß ich natürlich nicht, auf welcher Höhe... Denn, ich war jetzt hier mal auf Diamantensuche und habe das Ganze hier mal ein bisschen ausgebaut. Das war genau bei 400 ging das los und ich habe mich einfach bis 420 durchgebuddelt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Habe ich noch Fackeln? Keine Redstone-Fackeln. Fackeln, danke. Setzen wir da eine hin und setzen wir da eine hin. So, dann buddeln wir uns einfach mal mit der Schaufel. Natürlich nicht. Aber wir buddeln uns jetzt einfach mal bis 420. Buddeln wir uns jetzt einfach mal durch. Und sollten dann hier irgendwann demnächst mal fündig werden. Von so kleinen Diamantendingern. Eigentlich. Irgendwann. Und zwar müssen die links von uns rauskommen. Wenn die jetzt nicht links von uns rauskommen, dann habe ich irgendwas verkehrt gemacht. 420. Oder waren die tiefer? Oder ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ja, hier war das Eisen. Da erinnere ich mich auch noch so halbwegs dran. Diese ganze Mine hier, die ist sowieso, ja, Also ich habe die, weil ich ein bisschen Cleanstone in einer Kopie brauchte für einen Versuchbau, habe ich diese Mine mal ein bisschen auseinandergelegt, zerlegt und habe mir auf eine Spitzhacke einfach mal Silk Touch rauf verzaubert und habe hier einfach mal ein bisschen abgebaut. Wie gesagt, das ist halt für einen Testbau. Und... Nein, da nicht, da. Ja... Da habe ich halt in dieser Mine ein bisschen rumgewurschtelt. Und ich muss sagen, tja, diese Mine werden wir wohl nicht weiter betreiben können, weil egal in welche Richtung wir buddeln, es kommt immer extrem viel Lava bei raus. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Oder kam das hier? Nein, hier kam die nicht. Also wenn ich mich jetzt bis zum Ende zurückgebuddelt habe und dann nach links in den großen Raum gehe, dann... würde da bald schon das war intelligent, da würde da halt bald schon das nächste Lavafeld kommen. Und da vergeht mir langsam echt die Lust bei. So, ich hoffe, dass die Spitzhacke wenigstens noch aushält. Bis zum Ende. Bis, ja, bis wir wieder das Licht sehen. Denn da steht ja der alte Crafting Table und... Bisschen Eisen haben wir ja dabei. Ich lasse jetzt den Redstone, lasse ich jetzt mal absichtlich noch drin. In der Wand. Nur damit ich hier den Weg... Jawohl! Nein! Ach komm. Afu. Dann nehme ich die halt kurz. Mal runterbuddeln. Ich wollte die Diamantenspitzhacke eigentlich noch nicht verwenden. Na, man kann sich schon so in etwa denken, warum... Ich will da halt eine Verzauberung draufhacken und, mit Pfeilen. Oh Gott. Geht ja schon wieder gut los hier. Nein, wie gesagt, also ich will, da eine Verzauberung draufhacken und
wenn möglich halt Silk Touch, beziehungsweise was heißt wenn möglich, also ich hatte das ja in der Vergangenheit gesagt, Better Enchant habe ich mir installiert. Better Enchant, damit kann ich halt die Verzauberung wählen, was ich hier im Let's Play für, ja, wie soll ich sagen, für die bessere Variante, da, siehste, für die bessere Methode, Variante, wie auch immer, halte, wenn ich das halt selber wählen kann. Los Diamantos Grande. Ja, dich nehmen wir auch noch mit. Oh, waren das so viele? Noch mehr? Ja, man weiß ja nie, ein Diamant kommt selten allein. Wie viel haben wir denn? 4. Komisch, vorhin habe ich 10 gehabt. Achso, da habe ich ja, ich weiß schon. Da habe ich ja noch woanders rumgebuddelt. Naja, auch das habe ich schon mal gemacht, schon mal geguckt, wo man in etwa im Neta ein Portal hinstellen kann, damit man in einem Dschungelbiom spawnt, und ich habe da jetzt 4 Portale aufgestellt und habe mir dann überlegt, nein, das werde ich live machen, weil bisher bin ich echt noch in keinem Dschungelbiom rausgekommen und habe dann gedacht, naja, bei meinem Glück komme ich dann wahrscheinlich, wenn ich das während der Aufnahme mache, komme ich dann wahrscheinlich endlich mal in einem Dschungelbiom raus. Zumindest hoffe ich das. Okay, die Taschen werden auch immer leerer. So, das rupfen wir aber gleich noch mit raus. Weil, genau, hier war nämlich so viel Eisen noch zwischen. Und halt auch Redstone. So. Erstmal den Redstone, den ich hier vorhin oder eben gerade ausgelassen habe. Nehmen wir den erstmal mit. So, und ich hoffe auch wegen dieser Silk Touch Geschichte, da werde ich dann wahrscheinlich auch noch eine Glücksspitzhacke bauen, und dann werde ich diese Redstone und so weiter, das werde ich dann wahrscheinlich eh alles mit Glück und so, mit Silk Touch Samthandschuh, nennt es wie ihr wollt. Damit werde ich hier dann wohl abbauen, weil das ist auf jeden Fall platzsparender. Ja, das habe ich jetzt halt in meiner Let's Show Welt, mache ich das immer so. Allerdings habe ich da auch gecheatete Hacken, die haben dann, ja, Silk Touch, gut, da gibt es keine Zahl jetzt, oder ein Level, aber jetzt zum Beispiel Glück haben die 10 drauf, dementsprechend viel kommen dann auch zum Beispiel bei Diamanten raus. Meine Let's Show Welt, die wird es jetzt wohl in 14 Tagen oder so vielleicht mal geben. Ich weiß das noch nicht so hundertprozentig. Ei, Taschen voll. Das kann man mal rausschmeißen, hier den alten Flint. Weg damit. So, damit haben wir die Diamanten. Und jetzt werden wir mal zurückfahren. Ja, ich bin froh. Die Arbeitswoche ist vorbei. Ich bin wieder zu Hause und alle Mods sind aktuell. Denn als ich mich eingeloggt habe und gesehen habe, dass die Version 1.5 jetzt 1.2.5 raus ist, habe ich mir so bestimmt gedacht, nein, bitte nicht, das kann nicht wahr sein. Ah, da ist Ruhe. Ist auch schon wieder Nacht, sehe ich doch schon wieder. So, Kobbel. Ich muss hier langsam echt anbauen, da komme ich gar nicht drum rum. So, den Stone erstmal rein. Ja, das ist jetzt halt nur erstmal vorübergehend, weil ich mir jetzt halt doch mal langsam diesen alten Verzauberungstisch mal fertig machen will. Moment mal kurz. Leichten Husten. So, dann werden wir hier mal... Oh, 8 Gold. Nice. 16, ja, das machen wir so. Und dann 8 und 16. Was haben wir hier? 7. Ah, so, dann noch 7 Eisen. 7 Eisen mal kurz hier rein, denn... Gravel. Kommt zu Gravel. Redstone zu Redstone. Diamanten. Ne, die packe ich erstmal alle rein. Huha. Okay, keiner da. Junge! So, dann werden wir mal uns noch mal ein paar zusätzliche Integrinzien holen für
den Verzauberungstisch. Also ich habe jetzt auch gehört von einigen Leuten, so diese ganze Verzauberung und so, das geht denen so auf den Sack, das ist für die nicht mehr Minecraft und so. Aber den Leuten kann ich nur empfehlen, es gibt ein Programm, oder ist das ein Mod? Na, oh nein, ich habe ihn angeschaut. Oh mein Gott, er wird sterben. Keine Perle? Arschloch. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, es gibt so ein Zusatzprogramm. Damit kann man sich die Minecraft-Jar downgraden. In eine beliebige Version. Also, ich habe das Programm selber jetzt eine ganze Zeit lang genutzt, als zu der 1.4. Ja, als zu der 1.4 die Mods noch nicht funktioniert haben zum Teil. So, da habe ich halt dieses Programm benutzt und jetzt geht's los, Obsidian abbauen. Ja, ich bin dann mal eben weg. Oh mein Gott, wie viel Obsidian brauche ich eigentlich? Ach ja, das kann man mit der rechten Hand machen, mit der linken Hand kann man mal auf seinen Zettel gucken, wo man so sämtliche, aus dem Minecraft-Wiki sämtliche Rezepte kopiert hat. Natürlich letzte Seite, ja, 4. Also ich habe das hier schon mal alles freigelegt gehabt, deswegen weiß ich, dass hier keine Lava kommt, erstmal. So, 4 Stück haben wir, jetzt überlege ich gerade, ob ich gleich ein bisschen mehr mitnehme. Für ein Portal, da müsste ich noch 10 Stück abbauen. Ach komm, das machen wir jetzt nochmal schnell. Obsidian abbauen ist aber auch immer nervig. La la la. Vielleicht mache ich das auch im Schnelldurchlauf, ich weiß das noch nicht. Mal gucken. So. Dumm-di-dumm-di-dumm. Gib Schubrakete. So, Obsidian abbauen, ne? Ich weiß immer nicht so recht. Braucht man da überhaupt 10 Stück für ein Portal? 1, 2, 3 mal 2 macht 6. Und 2 oben, 2 unten, ja. Also das bedeutet, ich benötige jetzt 14. Oder? Ja, 14. Hier kommen wir jetzt langsam auch in den Bereich, wo Lava unter sein könnte. Wenn ich mich richtig erinnere. Das füllen wir hier gleich alles mal mit ein bisschen Cobblestone auf. Boah, Kopf auf Tischkante. Also wenn man irgendwie so Effizienz 10 auf sich so auf so eine Spitzhacke gecheatet hat, dann ist das schon was anderes als das jetzt. So, 14 Stück haben wir. 14 Stück sollen reichen. Ich werde das jetzt noch nicht auffüllen. Ich werde das beim nächsten Mal machen, vielleicht. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das sowieso nicht mache. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal so viel, dass wir da schon mal was machen können. Ja. Genau, so. So, nicht anders. Zurück und dann, ja, schauen wir mal. Ich hoffe, ich habe das Mikro eigentlich auch wieder dicht genug am Maul. Na, mein momentaner Bart, der schiebt das immer so weit weg. Ist kalt draußen, da lasse ich mir im Bart stehen. Ja, was hier mit der alten Bahn kommt, achso, ich könnte mal nach Slimes gucken. Was hier mit der alten Bahn noch passiert und so. Ja, ich habe mal angefangen, mir da einen Kopf drüber zu machen und habe auch mal ein bisschen in der Kopie rumgebaut, aber ich muss sagen, so recht die Lust habe ich nicht wirklich. Hey. Doch. So, siehst du, ein paar Erfahrungspunkte, ein paar Slimy Slimes haben wir jetzt. 4. Müssten wir jetzt 21 Stück haben.
So, dann mal wieder ab nach oben. Ist hier eigentlich noch drin? Ich glaube gar nichts. So.